Das erste Urteil im Lüchte-Prozess ist gefallen. Heiko V. verlässt das Detmolder Landgericht als freier Mann. 2 Jahre auf Bewährung lautet das Strafmaß. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Wie ich das eben in der Pause erwähnt habe, bin ich der Meinung, dass eine Bewährungsstrafe ein Freibrief für die ganzen Täter da draußen ist. Und letztendlich genau an dem Punkt sind wir jetzt. Die Opferanwältin hatte in ihrem Plädoyer eine Strafe von 3 Jahren und 6 Monaten gefordert. Doch sie sieht die Schuld am milden Urteil weniger bei der Kammer als eher grundlegend beim Gesetzgeber. Wir müssten hier in diesem Bereich definitiv die Mindeststrafen anheben. Celia Eflitsche vertritt das Opfer, bei dessen Missbrauch Heiko V. über Webcam zuschaute. Der 49-Jährige hatte den Dauercamper Andreas V. sogar mehrmals dazu aufgefordert. Die heute 19-Jährige war im Gericht bei der Urteilsverkündung dabei. Ihr bleiben lediglich 3.000 Euro Schmerzensgeld. Mit Tränen der Erleichterung nahm Heiko V. das doch eher milde Urteil entgegen. Auf der anderen Seite Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit in den Augen der 19-jährigen Nebenklägerin, deren Peiniger heute als freier Mann das Gerichtsgebäude verlassen konnte. Herausbegleitet hat ihn sein Verteidiger Jan Popkes über einen Nebenausgang. Er hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. Das Urteil sieht er, anders als viele Prozessbeobachter, als nicht so milde an. Ob die Staatsanwaltschaft in Revision geht, steht noch nicht fest. Ich sehe das nicht als Freibrief für Kinderschänder. Das Verfahren hat ja eher abschreckende Wirkung, wenn man mal sieht, dass der bloße Besitz von Kinderpornografie und die Teilnahme an Live-Chats dazu führt, dass man inhaftiert ist. In Haft sitzen nun nur noch die beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. Beide müssen sich am 1. August wieder vor dem Detmolder Landgericht verantworten. Dann wird der Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch fortgesetzt.